Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gebe ich einen kleinen Überblick über einen Drehstrom-Zwischenzähler von Eltaco. Das Modell heißt DSZ-15D 3x80 Ampere. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Video nur um einen Überblick über das Gerät handelt und nicht etwa um eine Installationsanleitung. Ein solches Gerät darf auf jeden Fall nur durch Elektrofachkräfte installiert werden. Ein Laie hat an so einem Gerät nichts zu suchen. Sollten Sie es dennoch selber installieren, ohne die entsprechenden Fachkenntnisse zu haben, so geschieht das natürlich auf eigene Gefahr. Darauf sei ausdrücklich hingewiesen. Wir sehen auf der Unterseite die drei Anschlüsse für die Außenleiter L1, L2 und L3 und auch die entsprechenden Abgänge. Über diese Anschlüsse ist es dem Gerät möglich, die tatsächlich in die Anlage fließenden Außenleiterströme zu messen. Die Klemmen können Leitungsquerschnitte bis 25 Quadratmillimeter aufnehmen. Der Zwischenzähler ist für die Hutschienenmontage gedacht. Auf der Oberseite finden wir Anschlüsse für den Neutralleiter sowie für den Tarifwechsel. Hier kann durch entsprechendes Aufschalten von 230 Volt zwischen zwei Tarifen gewechselt werden. Das ist allerdings in der Bedienungsanleitung nur sehr oberflächlich erklärt, deshalb kann ich hier nicht näher darauf eingehen. Wir sehen außerdem hier einen S0-Bus. Der S0-Bus gibt 1000 Impulse pro Kilowattstunde raus und ist galvanisch über einen Optokoppler vom eigentlichen Drehstromsystem getrennt, sodass man also hier auch ohne eine galvanische Verbindung die Messwerte erfassen kann. Die Klemmen auf dieser Seite für den Neutralleiter ist geeignet bis, das muss ich gerade nachsehen, bis 16 Quadratmillimeter. Die Tarifzählerklemmen und auch die S0-Klemmen sind für 6 Quadratmillimeter Leitungen geeignet. Ich werfe in dieser kleinen Übersicht nun noch einen kleinen Blick in die Bedienungsanleitung. Hier wird die Menüführung erklärt. Ich gehe aber in diesem Video nicht näher darauf ein. Ich werde das Gerät zuerst installieren und dann, soweit es mir möglich ist, die einzelnen Menüs einmal durchspielen. An dieser Stelle möchte ich aber etwas näher auf die Beschaltung des Gerätes eingehen. Wir sehen hier, die drei Außenleiter L1, L2, L3 werden auf die zuführenden Klemmen aufgeklemmt. Hier wird wieder abgegriffen. Dadurch wird, wie bereits gesagt, die Strommessung tatsächlich möglich sein. Es geht dann von hier aus in die Verbraucheranlage. Sicherungen, RCDs etc. sind hier natürlich nicht eingezeichnet. Von da aus geht es dann zum Neutralleiter und von da aus fließt der Strom dann wieder aus der Anlage heraus. Die Neutralleiterklemme an dieser Stelle dient nicht etwa dazu, den Neutralleiterstrom zu messen, der wird ja tatsächlich nicht erfasst, denn dazu müsste ja hier irgendwie auch ein Abgang wieder vorhanden sein, der ist aber nicht vorhanden. Es wird also tatsächlich kein Neutralleiterstrom gemessen. Diese Leitung ist damit natürlich auch nicht besonders belastet und der Querschnitt darf kleiner sein. In diesem Schaltbild ist nun eine Sternschaltung aufgeführt. Es sind also drei Außenleiter hier zum Stern verbunden und natürlich auf den Neutralleiter geführt, sodass man also hier ein System unterstellt, in dem man mit 3x230 Volt arbeitet. Das ist ja auch durchaus realistisch, denn die meisten Anlagen sind tatsächlich genau so aufgebaut. Es handelt sich dann um ein Drehstromsystem, obwohl es keinen einzigen Drehstromverbraucher in dieser Anlage geben mag. Sollte nun aber ein Drehstromverbraucher vorhanden sein, so habe ich ja hier eine Dreieckschaltung und der Zähler erfasst auch dann die Leistung und letztlich damit natürlich auch die Arbeit, die in die Anlage hineingeht, wenn hier eine unsymmetrische Dreieckschaltung vorhanden ist. Ja, das soll der erste Überblick zu diesem Zwischenzähler gewesen sein. Sobald ich ihn installiert habe, werde ich die
Menüführung zeigen und die einzelnen Schritte darin ausführlich erklären. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.